Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Julian Decker von der Grabungsfirma Interra Veritas aus Bamberg und Weiden. Heute mit ganz anderem Hintergrund. Ihr seht, wir sind nicht in meinem Büro, sondern im Büro vom Wolfgang. Der macht hier die Fundbearbeitung zum Teil. Und wie versprochen, machen wir mal wieder einen Teil zu unserem Massengrab in Nürnberg. Und einfach aus dem simplen Grund, dass fast jeder Besucher, den wir bei uns auf der Fläche haben, immer sagt, Mensch, die haben so schöne Zähne. Wo ich jedes Mal sage, dann schaut doch mal genauer hin, dann werdet ihr sehen, was da alles krumm und schief ist und was auch abgenutzt ist. Damit es mir alle glaubt und ich das nicht jedes Mal sagen muss, sondern einfach einen Link auf unserem Kanal setzen kann, habe ich heute meine Zahnärztin, die Frau Römer, da, die sich bereit erklärt hat, unsere Toten anzuschauen. Wir haben so eine kleine Auswahl gemacht. Wir werden jetzt nicht alle Schädel durchgehen, weil das Video, ich glaube, wir sprengen YouTube, wenn wir jeden Schädel machen. Ja, die Frau Römer wird sich jetzt das anschauen und uns mal was erzählen, was man eben an den Gebissen so ablesen kann. Ich bin das Kamerakind heute und versuche die Details und alles, was uns Frau Römer zeigen kann, dann einfach auch im Bild festzuhalten. Ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Bitteschön. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich auf dieser spannenden Reise dabei sein kann. Wir haben ja schon ein paar Schädel angeschaut und haben eine kleine Vorauswahl getroffen, um ein bisschen was Spannendes zeigen zu können. Wir können ja auch gleich mit dem ersten Schädel anfangen. Ich hole mal raus, genau. Oder? Genau. Also es handelt sich hierbei um die 108 und zwar nur den Schädel. Ich muss dazu sagen, wir haben immer ein bisschen das Problem, dass wenn wir die Schädel rausholen, der Unterkiefer meistens runtergefallen ist, schon einfach weil durch die Verrottungsprozesse dann eben der Sehnenverband nicht mehr da ist. Naja, und alles, was lose ist, fällt dann eben nach unten. Schwerkraft zählt auch im Massengrab. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir hier haben. Genau. Also man sieht schon mal von der Anatomie her, von der knöchernen Anatomie sieht man eigentlich schon, dass das noch ein Kind ist. Und da fällt eigentlich die Altersbestimmung auch relativ einfach, wenn man aus dem zahnmedizinischen Bereich ist, weil man genau anhand der Zähne, welche Zähne, ob bleibende oder Milchzähne da sind, wie man das Alter einstufen kann. Was man hier sieht, ist auf jeden Fall, dass die bleibenden Zähne schon mal da waren. Das sind hier die vorne, die vier Stück. Die Frontzähne, die fehlen aber, die sind wahrscheinlich ausgefallen im Zuge der Verwesung. Also da waren sie auf jeden Fall. Und dahinter sieht man dann die Milchzähne. Also das ist der Milcheckzahn, der erste und der zweite Milchzahn. Und dahinter ist schon bleibender. Und vom Alter, von der Alterseinstufung her, würde man sagen, dass das Kind circa 6 Jahre alt war. Also das kann man da ganz gut anhand des Zahnstatus feststellen. Wir haben es uns ja vorhin schon mal angeguckt, was ich jetzt sehr interessant fand. Dieser eine Zahn, den wir hier sehen, ich hoffe, ihr kriegt das auf die Kamera drauf, der ist ja irgendwie ausgebrochen, glaube ich, haben Sie gesagt, ne? Ja, genau. Ja, also das ist ganz, ganz interessant, wenn man da von oben reinschaut, kann man auch in die Nervhöhle reinschauen. Also da wird es tatsächlich so gewesen sein, dass eine große Karies da war. Also das ist sicher nichts, was jetzt im Nachhinein dazu kam, dass man vielleicht ja denkt, der Zahn hat eine Beschädigung oder sowas, sondern es ist tatsächlich so, dass da eine Karies drin war und der Zahn einfach ausgehöhlt ist und man dann wirklich bis runter auf die Kanaleingänge von den Nerven schauen kann. Okay. Das heißt, es ist aber jetzt noch ein Milchzahn, der dann schon so verrottet ist, dass er im Prinzip komplett hohl ist und dann ausbricht. Genau. Ja, der ist jetzt im Prinzip total kariös zerstört und irgendwann wird ein Bleibender drunter normalerweise kommen und der schiebt den dann nach oben raus und dann kommt ein neuer nach. Okay. Das heißt, das Kind hat dann aber wahrscheinlich auch einfach konstant Zahnschmerzen gehabt, weil das ist, glaube ich, nicht schön, ne, wenn man sowas hat. Ja, okay. Genau. Was auch noch ganz interessant ist, hier hinten sieht man noch zum Beispiel eine Anlage. Das ist jetzt der bleibende Siebener. Der kommt dann so mit circa 12 bis 14 Jahren. Und der schiebt sich da schon so ein bisschen durch. Normalerweise hat man noch das Weichgewebe drüber, aber hier kann man schon im Prinzip auf den Zahnkeim schauen. Okay, super. Oberkiefer haben wir ja, glaube ich, keinen mehr. Naja, doch, Reste noch. Aber ich glaube, den können wir uns sparen. Ja. Weil das fand ich jetzt, ja, also wenn ich jetzt den Schädel raus... Ja, wir haben einen Zahn haben wir hier noch drin, der Rest ist alles rausgebrochen schon. Dann würde ich sagen, lassen wir das an der Stelle. Ich mache mal kurz auf Pause hier. Ne? Mhm. Der nächste bitte. Wir haben hier jetzt unser Kind Numero, ich finde den Zettel gerade nicht, ein Kind. Ich habe den Fundzettel gerade nicht gefunden. Ein weiteres Kind, das hat sich Frau Römer rausgesucht, um uns was zu zeigen. Bitte schön. Ja. Das ist auch wiederum ganz spannend. Hier hat man tatsächlich, sieht man einen Zahnwechsel. Das heißt, die bleibenden Frontzähne sind schon da. Also das ist der Einser und der Zweier.
Und hier kommt gerade ein Eckzahn, der ist so im Durchbruch, der liegt noch quasi auf Knochenniveau. Bei einem Kind normalerweise wäre der so noch nicht so zu erkennen, weil noch Weichgewebe drüber liegt. Und dahinter haben wir jetzt dann zwei Milchzähne und auch wieder den bleibenden 6-Jahres-Molaren. Von der Alterseinstufung, das kann man auch ganz gut machen, der Unterkiefer-Dreier, der kommt so zwischen dem 9. und 10. Lebensjahr. Also so in dem, ungefähr in der Range ist das Kind ungefähr einzustufen vom Alter her. Und auch da wieder, jetzt sehe ich gerade, ich gehe mal schnell mit dem Pinsel hin, dass man es vielleicht besser sieht, da ist ja die Oberfläche auch schon ziemlich abgewetzt, oder täusche ich mich da? Nee, bei Kindern ist es tatsächlich so, dass die Kinder extrem knirschen, die Zähne sind nicht so fest wie die erwachsenen bleibenden Zähne. Und für die Ausbildung des Kiefergelenks ist es ganz wichtig, dass die Kinder auch wirklich mit den Zähnen knirschen. Also das ist ganz oft so, auch bei uns in der Praxis, dass Eltern völlig entsetzt kommen und sagen, was kann ich machen? Mein Kind knirscht mit den Zähnen, das ist wahnsinnig laut in der Nacht. Dann beruhige ich die immer und sage, alles gut, das ist wichtig für die Entwicklung. Und das ist jetzt in dem Fall auch. Also man sieht tatsächlich ganz schön, bei den zwei Milchzähnen, die sind sehr ausgehöhlt, die haben Verwaschungen innen drin. Und der bleibende 6-Jahres-Molar dahinter hat es nicht, sondern der hat das ganz normale Relief noch von den Höckern und das Grübchen in der Mitte. Oder auch jetzt hier zum Beispiel bei den bleibenden Frontzähnen, die schauen richtig schön noch aus. Man hat so ein Relief oben auch in der Schneidekante, diese Spitzchen hier oben. Das passt noch alles wunderbar. Also das ist alles alters- und zeitgerecht. Ja, schon wunderbar. Ach so, dann sehen wir auch gleich, wir haben das Gegenstück auch noch. Genau. Da ist ja im Prinzip dasselbe Bild dann, ne? Genau. Hier sieht man es auch nochmal da drüben. Da hat man dann eigentlich auch so den Fall, dass auch wieder der Eckzahn hier am Durchbrechen ist. Und dann auch entsprechend dann die Milchzähne, die abradiert sind, die geknirscht sind, durchgeknirscht sind. Und dann haben wir noch hinten wieder den bleibenden Sechser. Das sieht man noch da drüben. Das heißt, zusammenfassend, das erste Kind, was wir hatten, hatte ziemlich Karies und deswegen ein Loch. Und der hier ist aber mit seinen 9, 10 Jahren, die er hat, eigentlich ganz gut aufgestellt von den Zähnen her. Ja, ist gut beieinander, ja. Okay, das ist doch schön. Ja. Das wird ihn freuen. Ja. Gut, okay. Der nächste bitte. Wir haben einmal hier den die Frau 92 und hier habe ich noch gar nicht geguckt, Person 186. Und dann schauen wir doch mal, wir sind jetzt bei Erwachsenen, wenn ich das richtig sehe. Ne? Genau, das sieht man eigentlich ganz schön. Weil jetzt hier alle bleibenden Zähne auch angelegt sind, keine Frontzähne mehr vorhanden. Und man kann auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, dass das ein Erwachsener ist, der vielleicht so 17, 18 und mehr Lebensjahre hat. Das sieht man hier an den Weisheitszähnen, die da hinten sind. Weil da werden die Zahnkeime werden so mit 15, 16 angelegt und dann irgendwann so 17, 18, 19 brechen dann hinten die Weisheitszähne durch. Und daran kann man das eigentlich ganz gutes Alter festmachen. Und die Zahnstellung ist jetzt aber eigentlich recht schön, ne? Also da gibt's gar nichts. Der müsste jetzt auch keine Spange tragen oder sonst irgendwas, weil die sind ja alle recht ordentlich. Also außer, dass er hier vorne so eine kleine Zahnlücke hat, aber das finden ja viele Leute auch attraktiv. Genau. So, okay. Ja, es ist erstaunlich. Wir haben uns ja jetzt einige Schädel schon vorhin durchgeguckt. Es ist wirklich bei ganz vielen von den Schädeln so, dass wirklich die Weisheitszähne angelegt sind. Also das spricht eigentlich dafür, dass es ein sehr großer Kiefer ist. Also das ist eigentlich ungewöhnlich, weil heutzutage ist es eigentlich eher die Seltenheit, dass die Weisheitszähne reinpassen. Okay. Die müssen tatsächlich meistens entfernt werden. Und es ist eigentlich eine schöne Sache, wenn die mit reinpassen, wenn man das nicht vor sich hat, dass man da noch seine Weisheitszähne rausoperiert bekommt. Also das ist wirklich eine große Bezahnung, die eigentlich, wie gesagt, heutzutage gar nicht mehr so vorliegt. Okay, das heißt, die Leute hatten im 17. Jahrhundert größere Kiefer als heutzutage? Ja, macht tatsächlich den Eindruck, ja. Muss man auch sagen, auch die skeletale Anatomie sehr groß, sehr weit, sogar dass wirklich ein Gebiss noch zusätzlich Platz hat, wenn die Weisheitszähne drin sind. Also das sind ja dann 16 Zähne im Kiefer, in einem Kiefer, dass da noch Lücken stehen können. Also das ist schon wirklich eine Besonderheit. Und wie gesagt, wir haben uns ja schon verschiedene Schädel auch angeschaut. Und da ist es insgesamt aufgefallen, dass diese Weisheitszähne angelegt sind und also wirklich auch Platz haben. Ja. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir uns den Unterkiefer noch anschauen? Haben wir da noch irgendeine Idee dazu? Genau, also auch da wieder dasselbe Spiel. Der Unterkiefer fällt er eben dann ab, weil kein Sehnenverband mehr da ist. Und in dem Fall ist er dann eben auch zerbrochen beim Fallen. Ja. Jetzt schauen wir uns mal an, was Frau Römer da für eine Idee hat dazu. Also gut, jetzt hier, gerade haben wir drüber geredet, die Weisheitszähne, die finden wir jetzt tatsächlich hier nicht
im Unterkiefer, ist aber auch jetzt nicht ganz so untypisch, weil im Unterkiefer ist meistens immer ein bisschen weniger Platz. Was allerdings jetzt hier auffällt, dass die Zähne auch alle relativ glatt geschliffen sind. Mhm. Also dieses klassische Höckerrelief, was wir normalerweise haben, mit Höckerchen und Grube, findet man da eigentlich gar nicht mehr so richtig, weil das ist alles so richtig schön plan geschliffen. Gerade der Sechsjahresmolar, also quasi das ist der erste bleibende Backenzahn, der auch schon so seinen Einsatz findet, der ist so richtig glatt geschliffen. Ne? Da hinten die Siebener, die dann so mit 12, 13, 14 kommen, die haben noch ein schönes Relief. Aber scheinbar von der Ernährung wurde da irgendwas sehr Abrasives gegessen. Also es ist oder die tatsächlich die Menschen, und das ist ja naheliegend im 30-jährigen Krieg, die haben sehr unter Stress gelitten, ne? Mhm. Und haben dann natürlich auch die Dinge, die sie vielleicht erleben mussten, über die Zähne verarbeitet und haben dann geknirscht. Das heißt, ich kann meine Zähne so abreiben durch Zähneknirschen oder indem ich eben, also abrasive Sachen, also es gibt ja immer die Geschichte mit dem Steinmehl, was dann eben durchs Mahlen eben reinkommt, weil das dauert ja wahrscheinlich auch eine Zeit, bis das dann so abgerieben ist. Also das passiert ja nicht innerhalb von einer Woche, sondern es ist wahrscheinlich ein Prozess, der Jahre dauert, bis es dann so abgerieben ist. Ne? Genau. Okay, also wird es vermutlich was mit der Ernährung zu tun haben. Also ich hoffe, dass diese Person kein so furchtbar stressiges Leben hatte. Ja gut, ob wir es jemals für diese einzelne Person rauslesen können, glaube ich jetzt nicht, aber zumindest ist es ja schon mal gut zu wissen, welche Rückschlüsse wir denn eben dann ziehen können über das Gebiss. Dann würde ich sagen, springen wir gleich weiter zum nächsten Erwachsenen. Das ist jetzt also die 92 und wir schauen uns zuerst wieder den Oberkiefer an. Also da ist auch das, was wir so ein bisschen schon vorweg gesagt haben, die mit den Weisheitszähnen mit der Anlage. Hier hinten liegt zwar jetzt keiner, aber ich denke, könnte gut sein, dass der vielleicht hinten einfach rausgebrochen ist. Ansonsten sind die auch wieder schön aufgestellt mit viel Platz, die Zähne. Auch wieder dieses, ich mache da mal ein bisschen noch die Erde weg. Da sieht man das auch wieder, was wir drüben schon wahrgenommen haben, hier an den Sechsjahresmolaren. Wieder ganz flach abradiert, ganz flach der Zahn im Vergleich zu den anderen Zähnen, die dann später erst gekommen sind. Kann man vielleicht auch mal die Front anschauen, wie die aussieht. Ja, auch da sieht man es. Ne? Also normalerweise sind die Frontzähne natürlich wesentlich länger. Und auch die Eckzähne, so wie der Name das schon sagt, die hat normalerweise eine Spitze, also wie so ein Spitzdach obendrauf, hat er jetzt gar nicht mehr. Mhm. Der ist richtig flach und plan geschliffen. Also mit Sicherheit, wie wir schon gesagt haben, Ernährung. Es könnte auch stressbedingt einfach sein, dass man sehr mit den Zähnen gearbeitet hat. Aber naheliegend ist natürlich, dass die Ernährung irgendwie in der Richtung ging, dass man die Zähne einfach sehr strapaziert hat. Das ist jetzt aber erstmal noch nichts, was größere Schmerzen verursacht, sondern die sind einfach abgeschliffen und wenn es dann halt weitergehen würde, haben wir dann irgendwann eine offene Oberfläche und dann geht's an Nerv und dann ist aber richtig schlimm. Ja, sowas gibt's tatsächlich, dass jemand so knirscht, dass dann der Nerv frei liegt und dass man daraufhin dann eine Versorgung machen muss, ja. Okay. Dann haben wir noch den Unterkiefer, den habe ich selber entdeckt. Genau, wir schauen uns jetzt den Unterkiefer an. Ja, also der Unterkiefer ist eigentlich tatsächlich sehr spannend. Da haben wir auch wieder diese komplette Bezahnung bis zu den Weisheitszähnen. Was man hier hinten sieht, ist, dass hier ein abgebrochener Zahn drin ist. Es sind noch zwei Zahnwurzeln übrig, die jetzt also im Knochen stecken. Die restliche Zahnkrone fehlt. Und teilweise auch ein bisschen was. Doch, man sieht es richtig schön. Der ist wirklich in der Mitte auseinandergebrochen, der Zahn. Ich kann mir gut vorstellen, dass der auch wirklich so lange im Mund war. Also, dass der quasi kariös zerstört war und dann einfach abgebrochen ist und dann die Zahnwurzeln im Mund verblieben sind. Also so muss es gewesen sein, weil sonst würde sich das auch nicht so darstellen. Ja. Das heißt, da gibt es dann im Zweifelsfall eine Entzündung und dann haben wir ein richtiges Problem, Stichwort so Blutvergiftung. Ne? Also ja, da müsste man eigentlich direkt was machen, wenn das Ding so ausschaut. Okay. Ja, genau, das schwillt dann an irgendwann. Also es kann eine Zeit lang gut gehen. Manchmal ist es auch erst fast angenehm, wenn der Nerv abgestorben ist, könnte primär erstmal eine Entlastung bringen. Mhm. Aber dann wird es so sein, dass sich dann eine Entzündung an der Wurzelspitze bildet und dann irgendwann auch wirklich dick anschwillt und das dann schon richtig wehtut. Und dann, wie Sie schon sagen, das kann dann richtig einen Sepsis geben, ne? Mit Blutvergiftung und ja. Okay. Können wir sagen, wie lang dieser Zahn jetzt schon abgebrochen war? Oder ist es einfach, okay, der ist irgendwann mal abgebrochen, ob das jetzt kurz vorm Tod war oder, keine Ahnung, zwei Jahre davor, können wir jetzt so am Zahn nicht ablesen, oder? Also es ist mit Sicherheit schon länger gewesen, also schon vor dem Tod ist es passiert, weil man einfach sieht, dass der auseinandergebrochen ist und so schnell bricht ein Zahn auch nicht auseinander. Mhm. Also das ist sicher eine
eine Beschädigung gewesen in der Mundhöhle an den Zähnen, die schon länger vorlag. Das heißt, tut aber dann auch im Zweifelsfall weh, bis der Nerv abgestorben ist mal. Richtig. Und danach wird es dann kurz besser. Okay. Genau. Oh Mann. Ja. Dann haben wir hier auch noch eine Fehlstelle. Ich kriege das hin, genau. Hier haben wir ja auch noch einen fehlenden Zahn irgendwie. Mhm. Der ist ja wahrscheinlich auch schon eine ganze Zeit. Also gut, wir müssen vielleicht das Fach freilegen dafür. Mhm. Ne? Ich probiere es mal, ob ich hinkomme. Mhm. Ja. Also man sieht, wir trocknen unsere Schädel sehr gut. Der Dreck hält wieder. Fällt Ihnen dazu was ein? Oh, ja, da ist ja Knochenrück gebildet. Wollte ich gerade sagen. Also man sieht tatsächlich, der Zahn wird schon länger fehlen. Ich denke auch, dass da eine relativ große Entzündung vorausgegangen ist, weil einfach schon der Knochen hier so vertieft ist, das Knochenfach. Und der wird länger schon gefehlt haben, weil sonst wäre der Knochen nicht so stark zurückgegangen. Weil normalerweise ist es eigentlich so, dass wenn Zähne verloren gehen, erstmal das Knochenfach bestehen bleibt. Mhm. Und dann erst über die Jahre hinweg, wenn der Knochen nicht mehr beansprucht wird, dann baut er sich einfach zurück. Mhm. Und dann geht er quasi verloren und dann kommen so richtige Aushöhlungen. Wobei das schon ungewöhnlich ist, dass es so tief ist. Das spricht eigentlich wirklich dazu, dass einfach der Zahn wahrscheinlich auch zerbrochen ist, so wie auf der anderen Seite dann vielleicht sogar ein Teil davon rausgekommen ist. Auf jeden Fall, es war sicher ein längeres Entzündungsgeschehen. Mhm. Oh Gott, oh Gott. Aber wachsen nicht Zahngefache normalerweise einfach zu? Also der Knochen schließt sich dann einfach, wenn der Zahn draußen ist. Das ist jetzt hier aber nicht passiert. Doch, ich könnte mir das schon vorstellen, dass der sich dann geschlossen hat, aber halt einfach sehr weit unten, weil einfach da, okay, wenn da eine chronische Entzündung drin ist, baut sich der Knochen sukzessive ab und wird immer weniger. Und dann, denke ich, irgendwann kam dann schon, wie gesagt, es kann gut sein, wenn dann die restlichen Wurzeln wirklich freigelegt waren durch die Entzündung, durch den Entzündungsprozess, der Knochenrückgang, dass dann irgendwann die Wurzelteile vielleicht doch rausgefallen sind. Aber da hat er sich lange zurückgezogen. Also wenn man jetzt wie bei uns in der Praxis den Zahnwurzel rechtzeitig entfernt und das auch sehr schonend macht, dann bildet sich eigentlich wirklich das Knochenfach wieder bis zu den Zahnkronen. Also dann schließt sich das gut. Also das war sicher ein langer Entzündungsprozess, der davor lag. Das heißt aber, solche Fälle kommen auch zu Ihnen in die Praxis, die dann so ausschauen? Nein. Ja. Doch, das gibt's alles. 2024. Ja, ja. Okay. Ja, es ist, viele sind traumatisiert als Kinder. Mhm. Also die haben einfach schlechte Erfahrungen gemacht und haben dann einfach das mit ins Erwachsenenalter genommen, diese Ängste. Und irgendwann stellen sie sich den Ängsten und kommen und sind dann oft sehr verunsichert und schämen sich auch. Mhm. Und dann, dann gehen wir es an miteinander. Okay, das heißt aber, man kann das dann auch reparieren. Also mit Knochenaufbau und dann Implantat im Zweifelsfall oder eine Brücke reinsetzen und die ganzen Spielchen. Gibt's viele Möglichkeiten, aber helfen können kann man eigentlich immer. Okay, das ist doch schön zu hören. Dann machen wir wieder Schnitt. Das ist die 104 und dann schauen wir mal. Ich kann so halten, wenn Ihnen das was hilft. Genau, da kommt da schon einer hier. Das wird er wahrscheinlich sein dafür. Ne? Völlig schmerzfreie Zahnentfernung, jawohl. Genau, wir haben uns jetzt gerade mal den Schädel angeschaut und da war natürlich die Überlegung, dieses freie Zahnfach, ist das ein Altbestand oder ist das jetzt im Rahmen der, wie sagt man, der Restauration, ne? Der Zahn ausgefallen? Mhm. Und ich habe jetzt gerade mal reingeguckt, also man sieht, wenn man reinspitzt, genau. Ja, okay. Kann man ins Zahnfach reinschauen. Also das ist noch richtig vorhanden und noch tief. Das heißt, da ist jetzt nichts zugewachsen. Also das ist wirklich jetzt quasi... Das ist bei der Bergung quasi passiert. Genau, ja, okay. Frische Extraktion. Mal schauen, wer das war. Hoffentlich steht nicht mein Kürzel drunter. Ich schaue es nachher an, wir blenden es dann ein, wer es war. Wir blenden nur das Kürzel ein wegen Datenschutz. Genau. Ich bin nicht JD. Okay. Da hinten war auch einer. Es wirkt auch so, wie wenn das Zahnfach jetzt noch nicht allzu lang frei ist. Genau. Ansonsten die... Ich sehe jetzt gerade, dass der hier, da war doch irgendeiner ziemlich angedetscht gerade. So, ich gehe mal schnell hin. Weil der hier, der schaut mir doch unnatürlich aus. Also, wenn Sie sich das anschauen... Ja, außen hat er ein Löchle, ne? Ja, genau. Ja. Auch die ganze Form von dem Zahn schaut doch irgendwie komisch aus. Ja, ne? Wollte ich gerade sagen, sieht ein bisschen aus wie so eine Mineralisationsstörung. Das gibt es natürlich auch in der Entwicklungszeit, wenn der Zahn entsteht. Dass dann da meinetwegen zum Beispiel wirklich von der Ernährung her nicht ausreichende Zugaben waren, wie das Fluorid oder sonstiges, was man halt braucht. Das ist irgendein Mineralienmangel bei der Ernährung, genau, wenn der Zahn sich entwickelt. Genau. Man könnte jetzt mal gucken, ob der drüben das auch hat. Das ist jetzt hier der Vierer. Das wäre jetzt in dem Fall der, aber der sieht wiederum gut aus. Okay. Das heißt, es kann auch wirklich nur partiell dann stattfinden und zieht sich dann nicht über das gesamte Gebiss, sondern einfach der Zahn ist jetzt gerade in der Wachstumsphase und genau in der Phase habe ich gerade, keine Ahnung, zu wenig
Ja, wobei das eigentlich schon zeitengleich passiert. Ne? Okay. Also das ist jetzt wirklich richtig eine Fehlanatomie, ne? Also auch von der Form her. Weiß nicht, vielleicht ist es auch was Vererbtes, ne? Dass das vielleicht in der Familie schon war, dass der Zahn schon irgendwie so ein bisschen eine andere Form hatte, weil sonst müsste man es eigentlich, wenn es aus der gleichen Entwicklungszeit ist, müsste es der Gegenüberliegende auch haben. Und zu dem Zeitpunkt, wenn oben der Vierer und der Fünfer kommen, kommt unten eigentlich auch der Vierer, das ist jetzt der quasi hinter dem Eckzahn, der so raussteht, das ist der hier, der schaut eigentlich gut aus und auf der anderen Seite ist es der hier, genau. Okay. Und der schaut eigentlich auch sehr sauber aus. Okay. Also das heißt, wir haben wirklich so einen singulären Zahn, der irgendwie nicht richtig mineralisiert ist und deswegen komisch ausschaut. Genau, weicher ist, ne? Und dann halt auch schneller so Schmelzdefekte bekommt, der halt einfach in der Substanz nicht so kräftig ist und nicht so abrasionsfähig ist und dann entstehen. Ist das dann auch der Grund, warum wir hier so eine leichte Zahnschiefstellung haben? Weil der hier, der Eckzahn, der sollte ja eigentlich auch ordentlich in Reihe und Glied stehen und ist aber ein bisschen nach vorne gerutscht. Nee, das ist völlig unabhängig. Nee, das ist so ein bisschen, wie die Anatomie des Einzelnen ist. Okay. Ja. Was man noch sieht, was auch noch ganz interessant ist, der hat auf der seiner rechten Seite hat einen ganz normalen eine ganz normale Bisssituation. Das heißt, die Oberkieferzähne beißen über die Unterkieferzähne. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir einen Kreuzbiss. Da ist es genau andersrum. Okay. Da beißen quasi die Unterkieferzähne über die Oberkieferzähne. Also da haben wir jetzt wirklich, da sieht man auch, was das für ein Engstand ist. Deswegen wahrscheinlich steht dieser Eckzahn so weit draußen, ne? Weil die einfach der Zahnbogen der Knöcherne nicht so groß ist, wie er sein sollte. Mhm. Und auch im Oberkiefer einfach Defizite im Wachstum waren. Also das war jemand, der einen extrem schmalen Kiefer hat. Da würde man jetzt heute auch schon frühzeitig schon zu Zeiten der Milchzähne, also sprich, das ist eigentlich eher ungewöhnlich. Normalerweise therapiert man kieferorthopädisch erst so mit 12, 13 im Wachstum, also wenn die bleibenden Zähne alle da sind. Da würde man tatsächlich schon im Milchzahngebiss therapieren. Okay. Da gibt es dann lose Spange mit so einem Drehrädchen und dann kann man den Kiefer weiten. Also das hätte man jetzt bei dem Patienten machen können. Abgesehen von der Optik, ist es dann auch irgendwas, was dann Schmerzen verursacht oder langfristige Probleme hat? Das kann im Kiefergelenk Probleme machen. Also das hier im Prinzip hat man ja den aufsteigenden Unterkieferast. Mhm. Wenn wir schnell sauber hier so ein bisschen, so gut wie es geht. Mhm. Okay. Und im vorderen Bereich hier, das ist das Kiefergelenksköpfchen. Und das läuft dann auf der Schädelbahn. Das sieht man jetzt nicht, sondern wenn man jetzt öffnet, würde man das sehen. Wenn man den Mund öffnet und schließt, wird dieses Kiefergelenksköpfchen, fährt es nach vorne und dann beim Mundschluss wieder zurück. Mhm. Und wenn man natürlich so eine Fehlstellung hat, kann das schon sein, dass es das alles sehr beengt ist und dass es dann halt früher einfach zu Verschleißerscheinungen kommt, ne? Dass man dann eher Problematiken dann hat mit Geräuschen, wenn man isst, dass es knackt im Ohr zum Beispiel oder auch zu Tinnitus führt. Oh. Also sowas kann da schon passieren, ja, wenn so ein Zahnstatus da ist, wenn einfach die Größendimensionen nicht passen. Okay, verrückt. Mhm. Super cool. Die 165 bitte, Herr 165, ins kleine Zimmer. So, was haben wir denn jetzt hier? Also außer, dass es die 165 Planum 9 ist. Ja, vom Alter wie gehabt. Wir haben uns Gesicht gefunden. Ist okay. Gut. Vom Alter haben wir wieder mit bestückten Weisheitszähnen, also wieder 17, 18 aufwärts. Und ich denke auch eine Frau, weil der Schädel ist relativ klein. Ja. 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 Wieder großer Zahnbogen, muss man sagen. Das sieht man auch jetzt wieder an dem mit den Weisheitszähnen. Auch wirklich viel Platz wieder. Man sieht wieder ganz klassisch hier, und das sieht man eigentlich, finde ich, sehr schön wieder an dem Sechser, genau, wie abgerieben der ist, ne? Das ist wirklich faszinierend. Und dahinter dann die Zähne, die später kommen, haben wir natürlich wieder sehr viel mehr Relief auf den Zahnoberflächen. Mhm. Wir haben gerade schon festgestellt, der Zahn, der jetzt hier fehlt, den haben wir hier noch rumliegen, der ist bloß rausgegangen, weil der Kiefer an der Stelle gebrochen ist. Das waren nicht wir. Der ist aber grundsätzlich noch da. Das heißt, da haben wir erst einmal auf den ersten Blick hier keine größeren Probleme, außer den Abrieb halt wieder. Ne? Ja. Weil auch so Karies und sowas haben wir jetzt, glaube ich, keine größeren Probleme, außer bei dem einen kleinen Kind. Ja, wäre es überraschend. Ja. Also, oder vielleicht auch nicht überraschend, wenn man die Ernährung sieht, die es eben nur sehr unzureichend gab. Aber es ist wirklich so, Karies, also das sehe ich in der Praxis tatsächlich jeden Tag mehr. Also das ist, Okay, dann schauen wir uns doch nochmal den Unterkiefer an, ob der vielleicht noch was für uns zu sagen hat. Jawohl. Mhm.
Dann schauen wir mal ein bisschen noch mal schnell hin. Ja. Ah, okay. Da gab es tatsächlich, doch, könnte auch sein, dass hier noch eine Weisheitszahnanlage ist. Ne? Das sieht so ein bisschen eingebrochen aus. Mhm. Das heißt, der ist noch nicht rausgekommen, oder? Okay. Mhm. Genau. Okay. Könnte gut sein, dass der quasi noch irgendwo ein bisschen weiter unten liegt. Dann ist immer oben der Knochen schon so ein bisschen eingebrochen. Mhm. Und dann würde man, ja, müssen wir mal gucken, wenn man noch ein bisschen bürstet, ob man da vielleicht was sieht. Meistens sieht man dann so ein bisschen was von der Zahnoberfläche schimmern. Das könnte ja, schon glaub, sein, ne? Ja, 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 das ist ja tatsächlich. Sehe, ja, ja, genau. Wie dicht komme ich ran, dass es scharf stellt? Ja. Also ich weiß nicht, ob das Bild gerade gut ist, aber ja, man kann sehen, da kommt ein bisschen Weisheitszahn. Genau, genau. Also dann kann man das Alter tatsächlich hier sogar noch besser eingrenzen. Also da würde ich jetzt wirklich sagen, das ist vielleicht so 17 Jahre. Mhm. Die obere Kieferzähne, die haben meistens, die tun sich leichter. Da ist einfach die kompakter, der Knochen einfach nicht so dicht. Mhm. Da können die Knochen viel leichter durchschieben. Mhm. Im Unterkiefer ist es meistens eher problematischer. Mhm. Und da haben wir eben jetzt genau den Fall, also der liegt jetzt noch relativ weit unten. Der würde bestimmt noch mehr durchkommen. Also der wird irgendwann, würde im Erwachsenenalter dann auch wirklich durchbrechen können. In dem Fall, wie gesagt, 16, 17, sowas in dem Dreh wird der die Person gewesen sein. Okay, jetzt schauen wir noch einmal schnell, ob wir außen was sehen, weil auch hier sehe ich jetzt eigentlich keine größeren Probleme, außer den Abrieb, den wir halt immer haben. Ne? Und auch noch eine schöne Knochenstruktur. Also die Zähne sind alle auch noch wunderbar im Knochen gefasst. Ne? Also das ist wirklich ein sehr schönes Gebiss, also muss man wirklich sagen, also Parodontitis hatte der Mensch nicht. Also dieser Knochenabbau, den man bei älteren Menschen sieht, den sieht man da gar nicht. Also die Knochenstruktur ist toll noch. Ja. Na schau. Schauen wir uns mal den anderen noch an. So, okay. Mach mal, ich pinsel doch mal rein, ob wir da dasselbe haben. Ja, ich glaube, da kommt er schon, oder? Sehe ich das richtig, dass das hier schon... Ja. Da ist er schon. Ist was, ja. Also es ist eine Frau, 17 bis 18 Jahre alt, genau. Mit wunderschönen Zähnen. Mit wunderschönen Zähnen, genau. Ja, bisschen Schliffflächen haben wir da oben drauf, aber sonst ein schönes Gebiss. Das ist doch schön. So. Ja, ne? Wunderbar, jetzt können wir mal innen reinschauen, das ist gut. Das ist gut, okay. Ich bin sie gleich mal hin. Okay. Ja, da war wieder tatsächlich ein bisschen mehr Knochenabbau, aber... Jetzt nichts Ungewöhnliches. Da könnte man tatsächlich fast meinen, der hätte schon eine Karies, ne? Wenn der so ausgehöhlt aussieht. Ne? Aber das wäre jetzt in dem Alter ein bisschen untypisch. Wir haben einen 6-Jährigen mit Karies gehabt. Irgendwie. Warum soll keine 17-Jährige, wenn die gerne nascht? Dann wären die anderen Zähne wahrscheinlich auch mehr betroffen. Ne? Und nicht bloß der dahin. Wobei, wenn der natürlich ein bisschen Schleimhaut drüber hatte, manchmal liegt das Weichgewebe auch nur drüber, wie so eine Tasche. Und wenn sich dann da viel drunter setzt, kann dann schon auch was entstehen. Mhm. Okay. Das heißt, wir sind uns jetzt gar nicht mehr so sicher, irgendwie, ob sie nicht vielleicht doch Mundgeruch gehabt hat. Ja, haben sie wahrscheinlich alle gehabt. Ne? Ja. Die Zahnpflege war mit Sicherheit eher einfach. Ja. Naja, also es gibt schon so einfache Zahnbürsten, aber halt keine Zahnpasta dazu und auch nichts mit extra Fluorid. Oh, Frage, welche Zahnpasta empfehlen Sie? Hat jetzt gar nichts mit der Baustelle zu tun. Na, ich darf ja keine Werbung machen. Okay, die sind alle gut, die sind alle ganz toll. Ja, wichtig ist, dass genug Fluorid drin ist. Okay. Also das ist tatsächlich ausschlaggebend, dass man genug PPMs hat. 1200 bis 1400 Fluorid. Okay. Haben alle was gelernt. Okay. Was man hier noch sieht, was ganz interessant ist, aber das haben tatsächlich alle Kiefer, das ist hier der Austrittspunkt des Nervus mentalis. Mhm. Also das ist quasi ein Nervenstrang, der hier rauskommt. Da muss man immer aufpassen, wenn man operativ hier in dem Bereich unterwegs ist, also bei dem ersten und zweiten kleinen Backenzahn, dass man da nichts verletzt, wenn man schneidet. Weil da kann man wirklich zu Desensibilitäten in der Lippe dann die herbeiführen. Und das ist natürlich immer eine heikle Geschichte, wenn wir operieren. Da passen wir immer ganz gut auf den Bereich. Aber das haben, wie gesagt, da haben alle Schädel in dem. Genau. Okay, wunderbar. In dem Bereich. Ja, das war super spannend. Vielen Dank. Freut mich, ja, gerne. Man merkt schon, dass man das lernen muss, weil wenn ich da jetzt einfach rumgedödelt hätte, irgendwie, da wäre bestimmt viel Unfug rausgekommen. Vielen Dank. Gerne, gerne. Danke. Sie haben sich jetzt extra am Wochenende für uns Zeit genommen. Das war gar nicht so leicht, einen Termin zu finden. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Das nächste Mal schaue ich auch, dass ich einen schönen Zahn mitbringe, wenn ich in die Praxis komme. Und ja, vielen Dank nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns in die Kommentare, wenn wir das nochmal machen sollen. Frau Römer, Sie haben bestimmt noch mal Zeit für uns, oder? Gerne, gerne. Gerne, dann bringen wir mehr Kinder mit. Wollte ich gerade sagen, Kinder ist noch spannender wahrscheinlich. Ja, genau. Ich denke es, ne? Also ich war jetzt selber ganz beeindruckt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es uns in die Kommentare. Wenn Frau Römer noch mal kommen soll, dann erst recht. Und
Abonniert den Kanal und teilt das Video allen Leuten, die Zahnabrieb haben. Oder sowas. Man sieht sich. Servus. Tschüss.